Die schwedische Deflation vertiefte sich im Dezember, obwohl weniger als erwartet. Olle Holmgren ist an der Leitung. Olle, glauben Sie, dass dies den Druck auf die Zentralbank etwas mildert, sodass keine dramatischen Schritte in der nächsten Zeit zu erwarten sind? Ich glaube, es sollte in der Tat den Druck auf die Riksbank etwas mildern. Ich bin selber von dem heutigen Inflationsanzeiger überrascht. Wenn man aber ins Detail geht, sieht man, dass die Reisepreise angestiegen sind. Und diese Preise sind in der Regel je nach der Saison volatil. Ich glaube, im Januar sollten sich die Preise weitgehend umkehren. Außerdem sinken die Ölpreise bereits unter 50 Dollar. Folglich wird die Inflationsprognose wahrscheinlich abwärts revidiert werden und wir rechnen damit, dass die Inflation im Januar auf der Unterseite überrascht im Vergleich zu den Erwartungen am Jahreswechsel. Im Dezember gelang Schweden unter immensen politischen Druck, aber die Sache wurde einvernehmlich erledigt und vorgezogene Wahlen wurden verhindert. Würden Sie bitte mit uns Ihre Prognosen für die politischen Entwicklungen in diesem Jahr teilen? Die Wahrscheinlichkeit von vorgezogenen Wahlen in diesem Jahr ist nun weitgehend reduziert worden. Aber die Streitigkeiten lassen sowohl viele Analysten als auch Wähler die Mitte-Rechts-Koalition hinterfragen. Ich lasse mit einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad zu, dass es zu neuen politischen Kalamitäten kommen kann, wenn nicht in diesem Jahr, dann später in demselben Mandatzeitraum. Da dies das Risiko für die schwedische Wirtschaft erhöht, glaube ich, dass ein gewisser Kompromiss zwischen den beiden großen Blocks innerhalb des laufenden Mandats doch erreicht wird, wenn auch das heutige Übereinkommen schiefgehen sollte. Die schwedische Krone schnellte nach Bekanntgabe der Inflationsdaten in die Höhe. Erläutern Sie bitte den aktuellen Trend und Ihren Ausblick für das Jahr. Die Krone reagierte heute stark auf die hohe Inflation. Ich sehe einen der Gründe im Abschwächungstrend der Krone innerhalb von zwei letzten ziemlich starken Wochen und seit ein paar Monaten im Allgemeinen. Jetzt kommt die Korrelation zum Vorschein. Der Ausblick für dieses Jahr ist wie folgt. Die Riksbank kann einige außerordentliche Maßnahmen im Februar treffen, was zu einer Abschwächung der Krone wiederholt führen kann. Unsere Prognose lautet 9,6 zum Ende des ersten Quartals. Weiter vorne sehen wir fundamentale Gründe für eine längerfristige Verstärkung der Krone. Im zweiten Halbjahr wird die Geldpolitik eher marktkonform sein und die Krone sollte sich zum Jahresende 2015 auf 9,20 verstärken. Olle, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Liebe Dukaskope-Zuschauer, bleiben Sie dran. Wir haben noch vieles zu berichten. Bis bald.